So kann man auch mal neue Zuschauer absolut abschrecken. So fängt das heutige Video an. Warum? Weil ich jetzt pennen gehe, Leute. Wir haben es jetzt. Boah, 23. Evanio ist so fucking sympathisch. Ich glaube, Evanio ist der einzige Mensch, den ich kenne, der immer so hier so Essensverfärbung hat. Nicht so Essensreste, nicht so Sprechkäse oder so, sondern so Verfärbung von Essen. Wisst ihr, was ich meine? Evanio hat in jedem dritten Video hat er irgendwie so Verfärbung von irgendwelchen scharfen Nudeln oder Tomatensauce. Ich weiß es nicht, was es ist. Aber achtet mal drauf. Evanio hat immer hier so Essens, aber so Verfärbung. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade auf dem Weg zu meiner alten Schule. Ja Leute, ich tue mir die Scheiße wirklich an. Ich gehe um 10.50 Uhr pünktlich zur vierten Stunde. Leute, ich probiere in diesem Video, wie mein altes, ich sag mal mein altes 2017 ich zu essen. Und falls ich keine Vorstellung habe, wie fett und wie miserabel mein Leben in dieser Zeit war, dann hier ein paar Einschnitte. Ich bin immer und überall. Alter, das ist halt real. Das ist halt real. Evanio, what the fuck? Du hattest einfach den größten Glow-Up, den ich je gesehen habe. Actually. Der erste und schnellste. Du Fischgesicht mit Brille. Ja, Leute, ich habe einfach Bock, was zu fressen. Fettes Schwein. Und da ich wie man alles ich essen möchte, gehe ich natürlich jetzt zu dem Laden, wo ich immer in der Schulzeit gefrühstückt habe. Und zwar Lidl. Ich schwör's euch, Leute. Lidl, das war mein zweites Zuhause. Ich war so oft in Lidl, ich hätte mir gefühlt ein Tattoo machen können. Wir feiern ein Jahr Buxul bei Lidl. Es ist gut für die Umwelt. Ich kann's nicht fassen. Krass. Oh, das ist so lecker. Die Zukunft ist Milch. Lidl. Dann immer schön zu den Backwaren gegangen. Die waren immer richtig schön frisch und heiß. Eben auf diese Franzbrötchen gestellt. Die sehen halt auch wirklich einfach gut aus. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Franzbrötchen gegessen. Die Ivy erzählt mir immer davon. Ivy hat mir schon ein paar Mal von Franzbrötchen erzählt. Ich habe noch nie ein Franzbrötchen gegessen. Ich weiß auch nicht mal, was das ist. Es sieht für mich aus wie ein Croissant einfach. Das sieht einfach für mich aus wie ein Croissant. Ich verstehe den Unterschied nicht zwischen Franzbrötchen und Croissant. Es sieht aus wie ein Croissant, wo sich jemand draufgesetzt hat. Ich habe noch nie so oft das Wort Croissant hintereinander gesagt. Franzbrötchen gestellt. Die sehen halt auch wirklich einfach gut aus. Nee, die sehen aus wie ein Croissant, wo jemand draufgesessen hat. Mitten auf die Reise in ein verfluchtes Leben. Was für eine Zeit das damals auch war. Ich weiß noch ganz genau, ich saß genau auf dieser Bank hier. Weil da vorne ist die Schule. Ich gehe gleich dahin. Ich habe eine 5 kassiert. Renn so aus dem Klassenraum. Komm hier so hin, setz mich hier und bin so richtig sauer. Oh, soll ich nach Hause gehen oder nicht? Soll ich schwänzen oder nicht? Eine 5 im Nacken. Ey, diese 5 hat so weh getan jedes Mal. Jedes Mal diese 5. Immer so. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte die 5 nicht mehr kassieren. Dann weiß ich noch, bin ich Klassenraum gegangen, hab meinen Ranzen genommen und bin einfach nach Hause gegangen. So in der dritten Stunde oder so. Ich war ein Fickschüler, ein wirklicher Fickschüler. Ne? Aber diese Schule. Oh mein Gott, ey, was für Lehrer das waren. Klar, eins, zwei Kompetenz. Und ich war der dümmste Hurensohn der ganzen Welt. Sag ich euch, wie es ist. Ich hab mal in der, war das 5. Klasse? Ich würde sagen 5. Klasse. Ich glaube 5. oder 6. Klasse. Ich glaube 5. Klasse war das. Habe ich mal Religionsunterricht geschwänzt, weil ich keinen Bock auf Religion hatte. Mit einer Freundin zusammen Religionsunterricht geschwänzt. Und was macht man, wenn man Religionsunterricht schwänzt? Man geht zu seiner Tante in den Garten, weil die Ziegen hatte und guckt Ziegen. Und meine Tante chillt so am Fenster und guckt und ruft meine Mutter an und sagt so, hat die Luna nicht Schule? Wie dumm kann man eigentlich sein? So, statt dass man irgendwo hingeht, nein, man geht aber direkt in die Höhle des Löwen. Ich bin einfach zu meiner Tante gegangen. Ich bin mit meiner Freundin zu meiner Tante gegangen, um Ziegen zu gucken. So, welcher Idiot macht das? Obviously kriegen die das dann mit. Ich habe so Ärger bekommen. Ich habe so, statt dass wir irgendwo anders hingehen, nein, wir gehen zu meiner Familie. Familie. Komponente. Also wirklich für so Menschen, da waren einfach Menschen, die wirklich was Schlechtes wollen. Du kennst den Lehrer ja nicht privat, aber der wollte dir wirklich was Schlechtes. Herr Hurensohn, habe ich euch schon oft erzählt, mein absoluter Hasslehrer. Mir am ersten Tag, wirklich am ersten Tag sagt er zu uns allen so in der Klasse, ja, also wisst ihr, also er kennt uns alle nicht. Er sagt so, ja, also wisst ihr, ich sag mal so, ich glaube, eine Ausbildung würde euch allen viel besser tun. Was ein Bastard. Ich meine, wir sind einen Tag in der scheiß Schule und dann direkt so eine Ansage oder was. Ich habe mir jetzt hier zwei Franzis geholt. Ich mal dieses Franzbrötchen. Also, sieht aus wie... Ein Tag in der scheiß Schule und dann direkt so eine Ansage oder was. Guckt ich habe mir jetzt hier an. Zwei Franzis geholt. Ich mal dieses... Guck das an! Das sieht aus wie ein. Ich wiederhole mich. So, draufgesetzt. Zack, Franzbrötchen. Falls ihr Franzbrötchen nicht kennt, ist es lecker. Anders kann ich es so beschreiben. Es ist halt so ein Brotding mit schönen. Ich weiß nicht, ob es Karamell ist oder so, aber es ist auf jeden Fall scheiße lecker. Und es sieht natürlich geil aus, aber es hat der übelste Zuckerschock. Mm. Oh Gott, oh. Die von Lidl, ne? Die sind auch so lecker. Ach, scheiße. Gibt's die überall? Ich habe die hier in NRW bei uns noch nie gesehen. Franzbrötchen, ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Wo bekomme ich hier in Düsseldorf ein Franzbrötchen her? Frankbrötchen. Wo krieg ich denn Frankbrötchen her? Wo bekomme ich hier eins her? Gibt's im Osten nicht. Komm auch nicht aus dem Osten! Bei jedem Bäcker? Gar nicht. Findest du nur in Hamburg und Umgebung. No Spoiler, Leute! Aber vielleicht bin ich demnächst mal in Hamburg. Vielleicht werde ich dann mein Franzbrötchen snacken. Vielleicht. Dieser Fettsack von früher wusste, was gut ist. Warum lässt die Menschheit mich hier in Ruhe? Gerne mal, ne? Bei meinem dicken Bauch ist noch nicht gereicht. Da habe ich mir noch so Nuss-Nougat-Croissant geholt. Fettsack. Eine Schokofüllung.
Ich hab mal Leute, was geht ab, Digga? Guckt euch mal an, wie unsympathisch kann eine Schule eigentlich aussehen. Wirklich so ein scheiß Eingang, ne? Aber es ist halt wirklich einfach so ein Drecksgebäude, ne? Wo ich Tag ein, Tag aus einfach durchgeknallt worden bin. Ich muss gerade unnormal pissen. Ich würde so gerne in die Schule pissen, aber das sind genau solche Schwänze, die mich dann anzeigen würden. Dann der Innenhof hier aus und ich wette, ein, zwei von euch gehen auf diese Drecksschule hier. Dann sage ich euch mein Beileid. Dann wechselt Schule so schnell es geht. Ja, zum Glück bin ich hier weg. Hashtag Lernsommer. Boah, ich habe gerade schon gefühlt Kopfschmerzen. Milliarden Zucker gehen gerade in meinen Kopf, Alter. Gott, ich explodiere gefühlt, weil ich so einen Zuckerschock hab. Ich würde mir auch wünschen, wenn irgendjemand im Chat sich auch bereit erklären würde, mich anzusprechen. Oh Gott, wo war ich? Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt zu Batman. Das ist so ein Lachmajun-Döner-Slash-Giftladen. Nein, geht. Also letztes Mal war ich auch da am Sonntagsvideo und habe ich keinen Durchfall bekommen. Hm, da ging es mir gut. So mal so einen richtig fetten Kräftespieß. Weil der Bauch musste wachsen. Denkt man, wird easy so fett? Nein, das war harte Arbeit. Nehm mal ab, alles aus dem Tomaten. Ich hätte zwar zu der Zeit auch eine Mülltonne gegessen, aber ich wusste, es gibt Grenzen. Tomaten, Leute, das war eine Grenze. Fetzer Gilvanio, erzählt sie. Hey Leute, ich habe gerade gesehen, da sind einfach Tomaten drin. Ey, ich hasse Tomaten. Ich habe extra gesagt, ohne Tomaten. Ich habe gerade Döner zu Ende gegessen. Jetzt, wo ich diesen dicken Jungen gesehen habe, und ja, Leute, das war wirklich ich früher. Klar, ich bin heute jetzt auch nicht wieder dünnste, würde ich sagen. Evanio ist irgendwie ein Süßi, muss ich wirklich sagen. Also ich finde, Evanio ist so ein super sympathischer Typ. Er ist super aufgedreht, super hyperaktiv, glaube ich, aber ultra sympathisch. Also ich mag seine Art tatsächlich sehr, sehr gerne. Das war wirklich Ausnahmezustand. Boah, war ich denke. Da kam mir aber die Frage auf und ich weiß nicht, warum plötzlich meine Aufnahme abgespackt ist, aber wie lange kennt ihr mich schon, wollte ich eigentlich fragen. Wie lange habt ihr mein dickes Face eigentlich schon abonniert, beziehungsweise wie lange seid ihr eigentlich schon am Start? Seit gestern? Seit heute? Seit 10 Minuten. 13 auf jeden Fall, gerne mal in die Kommentare. Was noch mega passend zu dem Video ist, und zwar machen wir es so, wir zählen meine dicken Coloration. Da lachen wir natürlich auch, weil das heißt, der wird auch nochmal drauf gezählt. Boah, Lachmaschine ist geil. Mann, du Fettsack, so viel schon. Wenn ihr wisst, was noch alles passieren wird. Alter, Mann, wie dick war ich denn bitte? Aber das rechne ich dem Fettsack hoch an. Er hat sich damals schon einen leckeren Pfefferminzima gegönnt. Auch Tee habe ich immer geliebt. Wir sind jetzt im Park, das heißt, wir gehen natürlich joggen. Natürlich nicht, Alter. Das Einzige, wo mein Fett ist, nicht hingerannt ist, ist zu McDonald's. Ich hätte gerne einen McRib. Aber wir haben es jetzt 16 Uhr. Boah, McRib ist einfach die größte Sauerei, die man essen kann. McRib ist einfach die größte Sauerei, die man essen kann. Ungefähr. Und was gibt's um 16 Uhr? Einen frischen Penis. Nein, um 16 Uhr hatte ich eigentlich Schulschluss. Und jetzt kommt eine Routine meines Fettsacks-Ichs. Die werde ich wahrscheinlich nicht glauben, weil die ist... Ey, wirklich, ich frage mich auch, wie ich das geschafft habe. Das war unfassbar. Jetzt gehen wir mal straight zur Ben & Jerry-Ecke hier. Dann habe ich mir jedes Mal ein Ben & Jerry geholt. Nicht nur die Halbfett-Variante. Und irgendwie mein Fett ist, ich hätte das gegessen. Nee, wirklich, ne? Der wollte komplett fett. Und Netflix und Schüler haben noch gar nicht probiert. Wirklich früher ein Jerry. Lecker. Alter, ich war Jerrys bester Kunde, glaube ich sogar. Das ist doch mal fair. Neue Ben & Jerry. Netflix und Chill. Hm, welche Süße kriege ich denn rum? Die da? Piss dich. Jerry hat auch absolut verführerische Beschreibungen mit Peanut Butter Ice Cream with sweet and salty Pretzels, Swirls and Brownie Pieces. Klingt aber wirklich lecker. Zieh dich aus. Hier sind Brownie-Stückchen. Oh, Ben & Jerry. Ist das gut. Ganz Pulle jetzt ist. Ich glaube, ich kann noch was machen. Das ist so gut. Scheiße, Mann. Ach du heilige Mutter Maria. Ich löffel Jerry, dann ging's ins Bett und dann bin ich morgens wieder aufgestanden zur Schule. Also Jerry, Bett, Schule. 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 Ich hab ja wirklich richtig diese Zuckerschopf-Kopfschmerz, weil wenn du zu viel Zucker isst, geht dann zu, ist dann zu, Zug. Zug, was Zug? Fahr ich Zug oder was? Der Zucker. Jägermeister mit Ben und Jerry. What the fuck? Ah, ja. Ach ja, vor vergessen, ein Video zu zeigen. Ich habe auch einen Ben & Jerry Rucksack. Der ist so geil. Das ist nicht fair. Ich weiß, mein Fettsack, ich weiß es ganz genau. Du fettes Schwein, du hättest dieses Knoppersriegel geliebt. Ich weiß es. Diese Diskussion habe ich mit Evanio schon geführt. Er mag Knoppers Kokos nicht. Und Knoppers Kokos ist sowas von besser als Knoppers Erdnuss. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Und jeder, der was anderes behauptet, hat einfach keinerlei Ahnung vom Leben. Hat keine Ahnung vom Leben. Kokos ist viel geiler als Knoppers Erdnuss. Knoppers Erdnuss ist einfach nur eine Mischung aus Knoppers und Snickers. Und Knoppers Kokos ist fucking Liebe. Sie sind einfach geliebt. Du brauchst Hilfe. Probier mal bitte. Hey, du musst wirklich nicht. Wäre es komisch, mein Ich aus der Vergangenheit zu küssen?
Ich habe noch gesucht und gesucht, wirklich wie ein Verrückter, um meine Handys von damals zu finden. Und jetzt habe ich die drei gefunden. Flex. Digga, wie sauer war ich denn bitte, dass ich das... Früher sind meine Handys aber auch alle kaputt gegangen. Aber die sahen auch alle so aus. Ich weiß nicht, wie ich das früher geschafft habe. Ich weiß auch nicht, vielleicht lag es nur daran, dass die Displays noch nicht so robust waren. Oder dass ich noch keine Panzerglasfolie hatte, weil es das irgendwie damals noch nicht gab. Früher gab es nur so Folien, das ist so Plastikfolien. Aber ich sag's euch, meine Handys sahen alle aus wie fucking scheiße. Meine Handys sahen wirklich aus wie scheiße. Und ich habe mir auch alle Nase lang irgendwas klauen lassen, Handy und so. Ich war so ein richtig undankbarer Hurensohn. Also nicht undankbar, aber ich weiß irgendwie hatte ich damals noch nicht so das Verhältnis dazu, dass ich das zu schätzen wusste. Die sahen alle aus wie scheiße und ich habe die dann irgendwo im Zug hingelegt oder mir aus der Tasche klauen lassen. Keine Ahnung. Die waren irgendwie immer weg. Gott, Leute, ich habe vergessen, dass dieses Bild existiert. Schaut euch mal dieses Schwergewicht an. Alter, nein. Nein. Oh mein Gott, mein Schulsprecher-Video. Ja, Leute, ich habe es euch, glaube ich, noch nie verraten, aber ich war in der 12. und 13. einfach Schulsprecher. Mhm. Heftig, Schatz. Aber hier ist das Video, unser Schulsprecher-Video. Mir macht keinen Spaß mehr. Mhm. Kein Sportturniere, dieses Handyverbot. Man hat einfach keine Lust mehr auf Schule. Was kann man dagegen tun? Hier kommt die Abhilfe. Team Grizzly, das neue Schulsprecher-Video. Junge, macht keinen Spaß mehr. Handyverbot, keine Turniere, was soll man da tun? War das bei euch auch so? Bei uns war das in der Schule immer so, wenn so Schulsprecher gewählt wurde, die haben irgendwie immer so den letzten Bullshit gelabert. So, wir hatten einmal, ich weiß noch, die haben so mit 30.000%iger höhere Gewinnchance als alle anderen gewonnen, weil die irgendwie erzählt haben, dass sie einführen wollen, dass überall Rolltreppen hinkommen und, keine Ahnung, kostenloses Eis für alle. Und bei uns haben immer die gewonnen, die größte Scheiße gelabert haben. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber tatsächlich, immer die den größten Dreck gelabert haben, haben bei uns immer Schulsprecher bekommen. Da sollst du meinen, dass die auf dem Gymnasium irgendwie 3 Gehirnzellen nutzen oder so. Nee, als ob. Wisst ihr, was ich meine? Alter, fühle ich mich scheiße. Ich fühle mich so elendig. Digga, der Zucker ist meinem ganzen Körper. Ich spüre, wie er mir Lebenskraft wegsaugt. Ah, die Sanierung ist nicht. Zu der Zeit gab es zwar viel Scheiße, aber ich sage euch, zu der Zeit ist auch ein Hit entstanden. Würde ich das heute hochladen, Leute, das würde in jedem Club laufen. Weil der Song hieß 4-. Damals, wenn du eine 4- geschrieben hast, dann warst du durch. Dann hast du sogar bestanden. 5+ war schon over. Haben wir eine Klausur geschrieben, ich war siegessicher. Ich machte mir, das wird eine 4-. Also habe ich einen Song gemacht und die Klassengruppe geschickt. Und jetzt geht's los. 4-, 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 4-